Wenn die Sonne am Abend unseren Gesichtskreis im Westen verlässt und das Licht des Tages mit der Abenddämmerung aus der Luft weicht, so kommen nach und nach jene Weltenkörper zum Vorschein, die wir Sterne nennen. Je mehr die Dunkelheit der Nacht einbricht, erscheint der gestirnte Himmel in seiner ganzen Pracht. Und überall funkeln Sterne mit sehr merklich verschiedener Lichtstärke, ohne anscheinende Ordnung, in zahlloser Menge ausgestreut. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war eben ein Zitat aus Johann Elert Bodes Buch Anleitung zur Erkenntnis des gestirnten Himmels. Dieses Buch war um 1800 sehr populär und es gab den interessierten Lesern einen Einblick in die sogenannte Himmelsmechanik. Und das ist auch unser heutiges Thema. Wie bewegen sich die Planeten? Was hält sie auf ihren Bahnen? Und natürlich, wie lässt sich das mathematisch beschreiben? Heute wissen wir, die Planeten, einschließlich der Erde, umkreisen die Sonne. Dies ist ein Bild unserer Erde vom Weltraum aus gesehen. Sie sehen hier Afrika mit Wolkenformationen, hier oben Saudi-Arabien und das Rote Meer. Ein anderer berühmter Planet, der die Sonne umkreist, ist Saturn mit seinem Ringsystem. Und ebenso wissen wir, dass die Lichtpunkte am Firmament ferne Sonnen oder gar ganze Sternhaufen, sogenannte Galaxien, sind. Befindet sich zwischen den Sternen noch Gas und Staub, dann entstehen solch eindrucksvolle leuchtende Nebel wie der Andromeda-Nebel. Es bedurfte einer langen Entwicklung, um schließlich zu einem Weltbild zu gelangen, wie wir es heute kennen. Und dieses Weltbild basiert auf den Erkenntnissen vieler Wissenschaftler, Philosophen und Astronomen. Sie haben es geschafft, einen Teil der Geheimnisse unseres Sonnensystems und des Universums zu enträtseln, natürlich längst nicht alle. Und um diese Entwicklung zu verstehen, werfen wir jetzt einmal einen Blick auf die Geschichte dieser Wissenschaft. Erste Überlieferungen der Sternbeobachtung stammen von den Ägyptern und Babyloniern. Sie erkundeten und beschrieben schon 2000 Jahre vor Christus Himmelserscheinungen. So in dieser Inschrift aus dem Grab von Ramses VII. Über dem sitzenden Mann sind Spalten für die Teile der Nacht eingezeichnet. Die vertikalen Striche, auf denen die Sterne stehen, bezeichnen bestimmte Sternpositionen. In den Inschriften werden sie beschrieben, zum Beispiel über dem linken Ohr oder über der linken Schulter. Heute noch bekannt ist eine andere Form der Beschreibung der Sterne. Es sind die sogenannten Tierkreiszeichen, zum Beispiel der Krebs. Oder hier der große Bär. Diese Bilder erleichterten nicht nur die Orientierung am Himmel, man verband mit ihnen auch mystische Kräfte, die die Geschicke auf der Erde lenken sollten. Daher wurden damals die Beobachtungen des Himmels hauptsächlich für astrologische Voraussagen gemacht. Den Herrschern dienten sie als wichtige Entscheidungshilfe. Eine Vorstellung, die uns heute noch aus der Astrologie bekannt ist. Erste Ansätze eines im heutigen Sinne wissenschaftlichen Interesses finden sich dann zum ersten Mal im 2. Jahrhundert nach Christus bei Ptolemäus. Er war der Meinung, dass nur die Mathematik ein unumstößliches und zuverlässiges Wissen darstellt. Und ein Teilbereich der Mathematik war damals die Astronomie. Sie wurde dann aber ganz schnell zum eigenständigen Forschungszweig, zu einer eigenen Wissenschaft. In seinem Hauptwerk, dem Almagest, hat Ptolemäus das geozentrische Weltbild beschrieben. In diesem Weltbild steht die Erde, griechisch Geos, im Zentrum, also im Mittelpunkt der Welt. Und alle anderen Planeten und auch die Sonne und der Mond umkreisen die Erde. In dieser Darstellung hier sieht man das in sogenannten Sphären. Ganz außen in der Darstellung sind auf dieser Kugelschale hier die Sterne zu sehen mit den Tierkreiszeichen. Und dieses Weltbild, auch ptolemäisches Weltbild genannt, bestimmte bis ins Mittelalter die Vorstellungen der Menschen vom Universum. Und ein Modell dieses geozentrischen Weltbilds haben wir hier im Studio einmal aufgebaut. Die Erde, unser blauer Planet, befindet sich im Zentrum. Mond und Sonne umkreisen sie. Aus der Erdperspektive sieht das natürlich etwas anders aus. Die Sonne geht am Abend unter. Dann geht der Mond auf. Auch er geht wieder unter.
Und der neue Tag beginnt wieder mit einem Sonnenaufgang und endet mit dem Sonnenuntergang. All das, was wir eben gesehen haben, stimmt mit unseren Erfahrungen überein. Und so kann das geozentrische Weltbild beobachtbare Phänomene wie den Sonnenauf- und Untergang korrekt beschreiben. Und das war auch ein Grund dafür, warum sich dieses Weltbild bis ins 17. Jahrhundert halten konnte. Ein anderer Grund war, dass die Auffassung von der Erde als Zentrum der Welt vom Christentum bestärkt wurde. Und so verschmolzen wissenschaftliche Vorstellungen und religiöse Weltanschauungen zu einem Weltbild. Und in diesem Weltbild stand der Mensch im Zentrum, umgeben von Planeten und Sternen, erleuchtet von Gott mit Mens, dem Geist, Intellektus, dem Verstand und Ratio, der Einsicht. Und diese Verankerung des wissenschaftlichen Weltbilds in religiösen und metaphysischen Vorstellungen machte es den nachfolgenden Wissenschaftlergenerationen natürlich schwer, das alte ptolemäische Weltbild über Bord zu werfen und neue Vorstellungen vom Universum zu entwickeln. Dabei wäre das dringend notwendig gewesen, denn schon die alten Griechen hatten Planetenbewegungen beobachtet, die sich mit dem geozentrischen Weltbild nicht in Einklang bringen ließen. Das waren die sogenannten Epizyklen. Und was das ist, das werden wir jetzt einmal am Beispiel des Mars untersuchen. Entgegen unserer Erwartung läuft der Mars zwar jetzt am Anfang von rechts nach links, nun dreht er aber seine Bewegungsrichtung um, läuft von links nach rechts, dreht erneut um und läuft jetzt wieder von rechts nach links, also in die ursprüngliche Bewegungsrichtung weiter. Es sieht so aus, als drehte der Mars am Himmel eine Schleife. Er bewegt sich erst in die eine Richtung, dreht dann um, bewegt sich wieder zurück und wandert dann in die ursprüngliche Richtung weiter. Das ist ein Epizyklus. Solche Epizyklen lassen sich aber in dem geozentrischen Weltbild nicht erklären. Tja, und jetzt werden Sie sich wundern, denn wir haben doch hier ein Modell eines geozentrischen Weltbilds aufgebaut. Schauen wir uns das Modell noch einmal an. Denn in der Zwischenzeit haben wir das Modell etwas umgebaut. Es befindet sich nicht mehr die Erde im Zentrum, sondern die Sonne. Und die Erde kreist um die Sonne, ebenso wie der Mars. Und nun werden wir noch einmal beobachten, wie es zu den Epizyklen kommt. Und dazu blenden wir die Perspektive von der Erde aus zusätzlich ein. Zunächst wandert der Mars ganz normal von rechts nach links im Bild. Da nun aber die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne schneller ist, überholt sie den Mars. Und das sieht von der Erdperspektive so aus, als würde der Mars umdrehen. Dieser Vorgang wiederholt sich dann erneut und der Mars läuft wieder in die ursprüngliche Richtung weiter. So, das Problem der Epizyklen wäre also geklärt. Nun haben Sie sich vielleicht gefragt, wie wir eigentlich zu Bildern von der Erdperspektive ausgekommen sind. Nun, wir haben hier auf die Erde eine Fingerkamera montiert und wenn der Zug nun auf den Gleisen fuhr, dann hat das natürlich ein bisschen geholpert und deswegen haben die Bilder auch so gewackelt. Ich denke aber, es war sehr anschaulich. Also, Epizyklen geklärt, bleibt noch das Problem des Tag- und Nachtwechsels. Das hat ja in dem geozentrischen Modell sehr gut funktioniert. Um es in diesem Modell zu erklären, müssen wir eine weitere Bewegung einführen. Sie wissen sicherlich schon welche, nämlich die Drehung um die Erdachse. Wenn ich die Erde um die Achse drehe, dann werden nacheinander die einzelnen Erdteile beleuchtet. In Asien geht gerade die Sonne unter. Nun geht sie in Amerika auf. Und wieder unter. Was in diesem Modell fehlt, das ist der Mond. Er dreht sich nicht direkt um die Sonne, sondern bleibt bei seiner Bahn um die Erde. Im Gegensatz zum geozentrischen Weltbild, in dem die Erde im Mittelpunkt stand, steht also hier die Sonne im Zentrum. Sonne heißt griechisch Helios, daher nennt man dieses Weltbild auch heliozentrisches Weltbild. Von innen nach außen gruppieren sich dann die Planeten auf konzentrischen Kreisbahnen. Ganz innen steht Merkur, danach folgt die Venus. Dann kommt die Erde, aber die kennen Sie ja bereits. Danach der rote Planet Mars. Dann der größte Planet im Sonnensystem, Jupiter. Saturn mit seinem Ringsystem.
Uranus überspringen wir, dann kommt Neptun und dann fehlt noch ein Planet ganz außen. Und das ist Pluto und der wurde erst 1930 entdeckt. Noch eine Anmerkung zu unserem Studiomodell. Es ist ja kaum möglich, die Größenverhältnisse und besonders die Abstände in einem Modell richtig darzustellen. Gehen wir einmal von folgendem Maßstab aus. 1000 Kilometer in der Realität entsprechen 1 Millimeter im Studio. Dann hat die Sonne in diesem Modell einen Durchmesser von 1,40 Meter, etwa so groß wie diese Styroporkugel. Die Erde hat dann aber nur eine Größe von 1,2 Zentimeter. Und sie umkreist die Sonne in einem Abstand von 150 Metern. Jupiter, der größte Planet, hätte in etwa die Größe eines Kohlkopfs und würde die Sonne im Abstand von 800 Metern umkreisen. Sie sehen, es ist kaum möglich, die Größenverhältnisse zu veranschaulichen, trotz drastischer Verkleinerung. Noch einmal zu unserem heliozentrischen Weltbild. Dieses Weltbild wurde erstmals von Kopernikus vorgeschlagen. Er veröffentlichte es 1543 in seinem Werk De Revolutionibus Orbium Coelestium, zu Deutsch über die Umwälzungen der himmlischen Bahnen. Kopernikus erlebte 1473 bis 1543, läutete damit tatsächlich eine Revolution des Weltbildes ein. Doch bis sich dieses neue Weltbild durchgesetzt hatte, das dauerte einige Zeit. Schon der gesunde Menschenverstand und natürlich auch das Verbot der Kirche verlangsamten die Verbreitung dieser neuen Einsicht. Ein Mitarbeiter Luthers schrieb damals, die Augen sind Zeugen, dass sich der Himmel in 24 Stunden umdreht, doch gewisse Leute haben entweder aus Neuerungssucht oder um ihre Klugheit zu zeigen geschlossen, dass sich die Erde bewegt. Und weiter, es ist Pflicht eines guten Christen, die Wahrheit, wie sie von Gott offenbart wurde, zu akzeptieren und auf sie zu vertrauen. Ein weiteres Problem war ja, dass die Berechnungen, die mit dem kopernikanischen Modell angestellt wurden, nicht genauer waren als die, die mit dem alten geozentrischen Modell gemacht worden waren. Irgendetwas war noch nicht in Ordnung. Und was da nicht in Ordnung war, das konnte erst durch Tycho Brahe, einen dänischen Adligen, und dem jungen Astronomen Johannes Kepler aufgedeckt werden. Der ältere Brahe hatte Uranienborg, ein Observatorium zur Himmelsbeobachtung, gegründet und dabei umfassendes Beobachtungsmaterial zusammengetragen. Diese von Brahe zusammengetragenen Daten führten in Keplers Hand zur Aufstellung von drei Gesetzen, die man folgerichtig die drei Keplerschen Gesetze nennt. Das erste Gesetz lautet, die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Nun wissen wir, dass sich Planeten auf Ellipsen bewegen, aber was ist denn eigentlich eine Ellipse und was ist ein Brennpunkt? Konstruieren wir doch einfach einmal eine Ellipse. Wie man einen Kreis konstruiert, das wissen Sie, das ist ganz einfach. Wir haben einen Faden an einen Nagel befestigt und die Fadenlänge gibt den Radius vor. So entsteht der Kreis. Um eine Ellipse zu zeichnen, verwende ich einen Faden, den ich an beiden Enden jeweils an einem Nagel befestigen kann. So. Ich spanne den Faden mit dem Stift. Und so entsteht eine Ellipse. Hier gibt es nun keinen konstanten Radius mehr, aber etwas ist konstant geblieben, nämlich die gesamte Fadenlänge. Das heißt, der Abstand von einem Punkt zum einen Nagel, das ist der erste Brennpunkt, plus der Abstand von diesem Punkt zum zweiten Nagel, das ist konstant geblieben. So ist eine Ellipse entstanden. Wir schauen uns das Ganze nochmal im Trick an. Wir zeichnen eine Ellipse mit diesen beiden Brennpunkten. Eine Ellipse ist die Menge aller Punkte, bei denen die Summe der Entfernungen R1 und R2 von zwei Brennpunkten konstant ist. Außer durch die Brennpunkte kann man die Ellipse auch durch ihre Halbachsen beschreiben. Zeichnen wir zunächst eine große Achse durch die Brennpunkte, dann senkrecht dazu eine Achse, die durch den Mittelpunkt zwischen den beiden Brennpunkten führt. Die Halbachsen sind dann die Teilstrecken, die im Mittelpunkt beginnen und auf der Ellipse enden. Die größere Teilstrecke nennt man die große Halbachse A, die kleinere die kleine Halbachse B.
Nun zurück zum ersten Keplerschen Gesetz, nachdem sich die Planeten auf Ellipsen bewegen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Der Planet, zum Beispiel der Mars, umkreist sie dann auf dieser Ellipsenbahn. Die Erde läuft ebenso auf einer Ellipsenbahn um die Sonne. Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Dies ist das erste Gesetz von Kepler. Um das zweite Keplersche Gesetz zu entwickeln, sehen wir uns einmal die Geschwindigkeit des Planeten Mars in verschiedenen Bahnabschnitten an. Dazu messen wir einfach den Bahnabschnitt, der in einer bestimmten Zeit durchlaufen wird. Beginnen wir mit dem sonnennahen Abschnitt. Und nun ein sonnenferner. Im gleichen Zeitraum wird in Sonnennähe ein größerer Abschnitt auf der Ellipse durchlaufen als auf der sonnenferneren Seite. Füllen wir aber beide Abschnitte einmal mit kleinen Flächenstückchen, so sieht man, beide Flächen sind gleich groß, das heißt, sie haben den gleichen Flächeninhalt. Auf dem sonnenfernen Bahnstück ist die Geschwindigkeit klein, dafür die Entfernung groß. In Sonnennähe verhält es sich genau umgekehrt. Dieser Sachverhalt ist im zweiten Keplerschen Gesetz allgemein formuliert. Die Verbindungslinie Sonne-Planet überstreicht in gleichen Zeitabschnitten gleiche Flächen. Mit dem dritten und letzten Gesetz schließlich bringt Kepler die verschiedenen Umlaufzeiten und Bahnen einzelner Planeten zueinander in Beziehung, also zum Beispiel die des Mars mit der von der Erde. Die Quadrate der Umlaufzeiten von Mars und Erde verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Bahnen. Oder allgemein formuliert, die Quadrate der Umlaufzeiten T1 und T2 zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen A1 und A2. Dies ist das dritte Gesetz von Kepler. Berechnen wir mit Hilfe dieses Gesetzes einmal den Abstand des Mars von der Sonne. Zunächst können wir anstelle der Halbachse A auch den mittleren Abstand R des Planeten von der Sonne einsetzen. Nun müssen wir nach dem Radius des Mars auflösen. Aus RE hoch 3 können wir die dritte Wurzel ziehen und erhalten, R Mars ist gleich R Erde mal dritte Wurzel aus T Mars zum Quadrat durch T Erde zum Quadrat. Um dies ausrechnen zu können, brauchen wir noch den mittleren Abstand Sonne-Erde, das sind 149,6 mal 10 hoch 9 Meter, und die Umlaufzeit der Erde um die Sonne. Das sind 365 Tage oder rund 3,15 mal 10 hoch 7 Sekunden. Außerdem benötigen wir noch die Umlaufzeit des Mars, die wir einfach messen. Sie beträgt 687 Tage oder 5,93 mal 10 hoch 7 Sekunden. Nun können wir den mittleren Abstand Sonne-Mars ausrechnen. Setzen wir dazu die entsprechenden Werte in die Formel ein und rechnen aus. So erhalten wir für den mittleren Abstand Sonne-Mars 228 mal 10 hoch 9 Meter. Der Mars hat also etwa eine Entfernung von 228 Millionen Kilometern von der Sonne. Die Erde hat eine Entfernung von etwa 150 Millionen Kilometern. Das heißt, an dieser Stelle, an der sich die Bahnen fast berühren, beträgt der Abstand zwischen Erde und Mars in etwa 78 Millionen Kilometer. Wenn man bedenkt, dass das das 200-fache der Entfernung Erde-Mond ist und dass die Astronauten dafür schon 3 Tage gebraucht haben, dann wird klar, dass es so schnell keine bemannte Raumfahrt zum Mars geben wird. Kommen wir nochmal zu den 3 Keplerschen Gesetzen. Das erste Keplersche Gesetz besagt, dass sich die Planeten auf Ellipsen bewegen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Nun ist die Ellipse der Erde sehr wenig abgeplattet, aber trotzdem brachte das Kepler die entscheidenden Vorteile bei den Berechnungen.
Und zwar konnte er Navigationstafeln aufstellen für die Seefahrt, die sehr viel genauer waren als alles bis dahin Gewesene. Das zweite Keplersche Gesetz werden wir in der nächsten Folge noch etwas besser kennenlernen, aber merken können wir uns schon mal, dass es besagt, dass die Planeten an ihrem sonnennächsten Punkt, hier also, die größte Geschwindigkeit haben, während sie, wenn sie am weitesten von der Sonne entfernt sind, die geringste Geschwindigkeit haben. Das dritte Keplersche Gesetz ist etwas zum Rechnen, das haben Sie ja eben im Trick gesehen. Nun haben wir viele Fragen beantwortet, aber eine entscheidende ist geblieben. Was hält eigentlich die Planeten auf ihren Bahnen? Warum bewegen sie sich auf gekrümmten Bahnen und nicht etwa geradeaus oder im Zickzack? Auf diese Frage konnte Isaac Newton eine Antwort geben. Mit der Vermutung, dass die irdische Erscheinung des freien Falls und das himmlische Phänomen der Mondbewegung ein und dieselbe Ursache haben, konnte Isaac Newton ein universales Gesetz aufstellen. Dieses Gesetz wird Gravitationsgesetz genannt. Der folgende Trickfilm zeigt, wie Newton auf diesen Zusammenhang gekommen ist. Er ging zunächst von bewährtem aus, den Fallgesetzen. Ein Körper, in Newtons historischem Gedankenversuch ein Apfel, bewegt sich beschleunigt auf die Erde zu. Newtons Überlegung war nun, werfe ich den Apfel mit einer horizontalen Anfangsgeschwindigkeit ab, so beschreibt er eine Parabelbahn. Wie kommt diese Parabelbahn zustande? Erinnern wir uns dazu an die Überlagerung von Bewegungen. Durch den Abwurf wird zunächst eine konstante horizontale Geschwindigkeit vorgegeben. Ohne den Einfluss der Schwerkraft würde sich der Körper auf einer horizontalen Bahn mit der Geschwindigkeit V0 fortbewegen. Nach der Zeit t hat sich der Körper um die Strecke s gleich V0 mal t horizontal fortbewegt. Zusätzlich wird der Körper jedoch durch die Erdanziehungskraft in vertikaler Richtung zur Erde hin beschleunigt. In der Zeit t hat sich der Körper um die Strecke s gleich 1/2 mal g mal t Quadrat nach unten bewegt. Wird nun der Körper mit höherer Geschwindigkeit abgeworfen, dann wird er auch weiterfliegen, bevor er auf dem Erdboden auftrifft. Man kann diese Überlegung nun immer weiter fortsetzen, das heißt, man kann die Abwurfgeschwindigkeit immer größer machen. Ist diese Geschwindigkeit erst einmal hoch genug, dann wird der Apfel nicht mehr auf die Erde auftreffen, sondern sie umkreisen. So wie dies auch der Mond tut. Newton vermutete als Ursache für die Planetenbewegung die gegenseitige Anziehung der Himmelskörper. Das heißt, er stellte ein Kraftgesetz auf, das sogenannte Gravitationsgesetz. Und es lautet, groß F ist gleich klein f mal m1 mal m2 geteilt durch r². Mit ihm kann man also die Kraft berechnen, die zwischen zwei Körpern, der Masse m1 und m2 wirkt, die sich im Abstand r voneinander befinden. Klein f, die Konstante, wird Gravitationskonstante genannt und sie gibt gerade die Kraft an, die zwischen zwei Körpern der Masse 1 Kilogramm wirkt, die sich im Abstand von einem Meter befinden. Nun fragen Sie sich vielleicht, warum enthält denn das Gravitationsgesetz zwei Massen? Nun, die Erde zieht diesen Stein an. Das wissen Sie noch aus den Fallgesetzen. Nun gibt es aber das Prinzip von Aktio und Reaktio, von Kraft und Gegenkraft, und das besagt, dass nicht nur die Erde diesen Stein anzieht, sondern auch, dass der Stein diese Erde anzieht. Und genau das ist ja der Inhalt des Gravitationsgesetzes, dass sich zwei Massen gegenseitig anziehen. In unserem Fall ist es aber natürlich so, dass die Masse der Erde so viel größer ist als die des Steines, sodass wir eben nicht beobachten können, wie die Erde zum Stein hin beschleunigt wird. Es gibt aber eine Möglichkeit, die Anziehung zwischen zwei Massen zu demonstrieren. Und zwar mit Hilfe einer sogenannten Gravitationsdrehwaage. Was an dieser Waage erst einmal auffällt, ist diese große Bleikugel hier vorne. Hier hinten ist noch eine versteckt. Und im Innern der Waage befindet sich ein Knochen mit zwei kleineren Bleikugeln an den Enden. Dieser Knochen ist frei drehbar aufgehängt an einem Faden. Und um nun eine eventuelle Bewegung des Knochens zeigen zu können, haben wir auf den Faden einen kleinen Spiegel geklebt. Und auf diesen Spiegel strahlen wir mit einem Laser. Und das Laserlicht wird reflektiert und landet schließlich auf einer Skala.
Diese Skala steht relativ weit weg von hier, um nachher den Ausschlag auch deutlich beobachten zu können. Was haben wir denn nun also hier? Im Moment ist die Situation doch die, dass sich diese Bleikugel und die rechte kleine Bleikugel des Knochens gegenseitig anziehen. Wenn ich nun diese Kugel hier rüber bewege, dann werden sich diese Kugel und die linke kleine Bleikugel des Knochens gegenseitig anziehen. Das heißt, der Knochen wird sich bewegen. Und diese Bewegung kann ich an einem Ausschlag des Laserlichts auf der Skala sehen. Da es aber ungefähr 4 Minuten dauert, bis der Punkt seine Endposition erreicht hat, haben wir das schon mal vorab in Zeitraffer aufgenommen. Damit haben wir also gezeigt, dass sich zwei Massen tatsächlich anziehen. Wenn wir mit dem Gravitationsgesetz rechnen, dann müssen wir darauf achten, dass wir für den Abstand immer den Abstand zwischen den Zentren der Massen verwenden. Wenn wir den Versuch mit der Drehwaage auswerten, zahlenmäßig auswerten, dann bekommen wir auch einen Wert für die Gravitationskonstante. Er beträgt 6,67 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 pro Kilogramm mal Sekunde Quadrat. Und mit diesem Wert können wir nun auch rechnen. Und zwar können wir den Abstand eines Satelliten bestimmen, der geostationär um die Erde kreist. Ich verabschiede mich schon mal. Tschüss. Zunächst einmal wird der Satellit natürlich von der Erde angezogen. Die Kraft, mit der dies geschieht, kann mit Hilfe des Gravitationsgesetzes bestimmt werden. Andererseits bewegt sich der Satellit auf einer Kreisbahn und damit wirkt eine Radialkraft, die der Anziehungskraft entgegenwirkt. Die Formel für diese Radialkraft kennen wir schon. F gleich, in diesem Fall m Satellit, mal Omega Quadrat mal R. Damit sich der Satellit auf einer festen Bahn bewegt, müssen beide Kräfte gleich sein, denn wäre die Gravitationskraft größer als die Radialkraft, so würde der Satellit stärker zur Erde hingezogen werden und sich der Abstand vermindern. In umgekehrtem Fall würde sich der Satellit von der Erde entfernen. Wir setzen also die beiden Formeln gleich. Durch M-Satellit können wir dividieren. M-Satellit kommt jetzt in unserer Formel nicht mehr vor. Das bedeutet, welche Masse der Satellit auch immer hat, seine Höhe für die geostationäre Bahn ist davon unabhängig. Was uns jetzt noch etwas stört, das ist das Omega hier in der Formel. Da der Satellit geostationär sein soll, also gegenüber der Erde seine Position beibehalten soll, muss er sich genauso drehen, wie dies die Erde tut. Das heißt, seine Umlaufzeit t beträgt 24 Stunden. Zwischen t und der Winkelgeschwindigkeit Omega besteht die Beziehung Omega gleich 2 Pi durch t. Omega Quadrat ist gleich 4 Pi Quadrat durch t Quadrat. So, jetzt müssen wir nur noch nach R auflösen und die dritte Wurzel ziehen. Setzt man in diese Gleichung die entsprechenden Werte ein, so erhält man für den Abstand vom Erdmittelpunkt einen Wert von rund 42.300 Kilometer.